Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Assassin's Creed Origins. Ja, und im letzten Part haben wir wieder was voll Geiles gemacht. Wir haben unsere Frau getroffen, die uns versteckte Klingen geschenkt hat. Wie geil ist das denn? Und das werden wir jetzt sofort einsetzen, indem wir hier in dieser Garnison auf jeden Fall die ganzen Typen umbringen werden. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, wie ich die jetzt umbringe. Warte mal. Attentat! Ja, er setzt die versteckte Klinge ein. Aber auch nur beim Attentat. Anders kann ich die nicht einsetzen. Warte mal. Halt einfach die Schnauze und stirb einfach. So, die Ballista kann ich auch noch einsetzen. Jetzt könnte ich doch eigentlich rein theoretisch... Warte mal, jetzt probiere ich mal. Fallen legen. Jetzt bewegt er sich wieder oder was? Warte mal, halt. Der fiel, ey. Ob das jetzt richtig war, das ist eine andere Frage. Gnadius ist tot. Ich habe ihm den Schlag gegeben. Oh, verdammt. Hallo. Ich kann nicht ausweichen. Ich konnte gerade wieder nicht ausweichen. Oh, oh. Jetzt muss ich ganz kurz abhauen. Gnadius ist tot. Ich hab ihn gerade gekillt, oder? Ich habe ihn doch gerade umgebracht. Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Ne, der lebt noch. Ne, der ist tot. Ich habe schon wieder keine Munition mehr. Mein Gott, ey. Nie hast du Munition. Ah, ich habe noch gar keinen Luftattentat, deswegen konnte ich den noch nicht umbringen, oder? Ich drücke immer den falschen Knopf, weil ich immer noch denke, dass halt drei... Oh Mann, Alter, nein, 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 nein! Och komm, das gibt's doch nicht. Ich habe doch gerade... Ich habe gerade den Schildbrecher angesetzt. Und trotzdem... Boah, das hat sich gebracht, ey. Das ist doch scheiße, Mann! Ich brauche mehr Leben. Oder mehr Munition. Ich brauche mehr Munition, das ist doch scheiße. Weißt du, wenn du immer irgendwie Pech hast... Boah, das ist so mies. Mann, oh, ich wollte die einfach wirklich... Ich wollte angreifen und auf einmal... Ja, ich bin stärker als du, weil ich ein Schild habe. Mann. Jetzt darf ich den Typen nochmal umbringen. Willst du mich verarschen? Jetzt muss ich hier ganz anders laufen. Nein, ich bin nicht da. Hat er mich gehört? Jetzt hat er mich gehört. Und den Typen da hinten werde ich jetzt erstmal schön umbringen, Alter. Den werde ich schön umbringen. Komm! Halt die Klappe und stirb einfach. Okay, der Penner ist jetzt da oben und wird natürlich von zwei krassen Typen getroffen. Und mit Verhören meine ich verprügeln. Die müssen doch irgendwas wissen. Wie du wünschst, Gnadius. Ich muss versuchen, auch die anderen Typen irgendwie umzubringen und so weiter, weil... Besonders den Typen, der mit der Keule, weil der mit der Keule geht mir immer am meisten auf den Sack. Wenn ich den von hinten auch noch umbringen kann. Nein, das wollte ich nicht. Ach, Mann. Scheiße. Hoch, 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 hoch. Der hoch? Ja. Mann, Alter. Das gibt's doch nicht. Mann, lauf doch. Ich wollte den einfach von hinten umbringen. Nein, jetzt kommt er hierher. Mann, der mit seiner Scheißkeule. Alter, greif doch an! Ja! Nein, 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 nein! Mann, du bist ein Arsch, Alter! Stirb doch einfach! Und der hat natürlich auch eine Keule. Oh nein! Mann, Alter, immer diese Dreierangriffe, Mann! So, jetzt bin ich dran, zack, und Gnadenstoß, Gnadenstoß, mach doch den Gnadenstoß, Mann. Zack, Dankeschön, das war schön.
Oh, meine Fresse. So, tot. Er ist auf jeden Fall tot. Zack. Und das haben wir jetzt bestätigt. Das war gerade ein Krampf. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Das sah gerade geil aus. Mit der Feder hat er so den Tod von dem Typen simuliert. Das war geil. Fireflakes sind hinter dir her. Das sind mächtige Kopfgeldglieder, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Ah, okay. Schon wieder irgendwelche Kopfgeldglieder, die überall wieder unterwegs sind. Den Typen ist einfach... Jawohl, ich kann den Attentaten. Ich kann ein Attentat vorfühlen. Attentaten. Ist auch ein geiles Wort. Ich kann den Attentaten. So, du bist auch tot. Oh, der Typ will mich bestimmt jetzt auch irgendwie umbringen und so weiter. Wenn er herkommt, werde ich ihn auch Attentaten. Dieses Wort, Alter. Werde ich ihn auch umbringen. Zack. Nein! Ah, was zum? Schon wieder so einer mit so einem scheiß Schild und einem Speer. So, komm jetzt her. Mache ich einen Attentat auf dich. Ist natürlich zu blöd und merkst es nicht. So. Zack, 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 zack. Mann! Auf damit, ey, du Arsch. Zack, und schon bist du tot, Mann. Nervensäge. Jetzt werde ich noch den Rebellen helfen. Warte, den werde ich auf jeden Fall mit einem Attentat umbringen. Schön aus der Luft umbringen, das macht am meisten Spaß. Weil der hat eine Keule. Halt! Was zum Henker? Mann, ich wollte den mit der Keule umbringen! Die mal mit der scheiß... Ah, Scheiße! Ah! Die hasse ich wie die Pest. Wow. Ich hätte aber eigentlich auch... Wow, nein! 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 Wow. Lass doch den Scheiß, Mann! Natürlich ist das Leuchtfeuer entzündet worden. Mann, hörst du mal auf damit! Manche Gegner sind total einfach. Das ist jetzt zum Beispiel der hier, der ist voll easy. Aber manche Typen einfach mit der Keule. Ich hasse jeden Gegner mit der Keule. Ich mag die nicht. Ah, der Hauptmann. Mann, Alter! Kommst du mal her, Mann? Kleiner Arsch, Alter! Man kann nicht so richtig ausweichen in diesem Spiel. Das finde ich voll schade. Komm schon! Super Angriff! Super Angriff! Zack und bam! Natürlich lebt er noch. Ja, natürlich kann der Schild... Natürlich, du kleiner Pisser aus dem Hinterhalt, ey. Schießt er wieder Pfeile und killt mich, ey. Mein Gott. Das gibt's da nicht, ey. Kann aber nicht wahr sein. Ich brauch dringend mehr Leben. Ich brauch dringend mehr Leben. Weil mit drei Dingern kannst du es vergessen. Das kannst du echt vergessen. Oh, was für eine kleine Kacke-Arsch-Typi. Nee, ich gehe da nicht mal rein. Da sind zigtausende Typen und so weiter und so fort. Ich hasse die Typen einfach nur. Gut, das mache ich irgendwann später. Ja, ist ja auch ein Gebiet. Ist ja auch ein Gebiet von zwischen 11 und 13. Hm, ist okay. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Das ist voll lieb von dir. Danke, dass du so nett zu mir bist und einfach mal sagst, ah, guck mal. Kannst ja gerne mal in das Gebiet reingehen, wo... zigtausende krasse Gegner sind. Boah. Entschuldigung, ich musste gerade die ganze Zeit wieder aufstoßen.
Ich Idiot, ich hab doch hier. Warte mal, was muss ich nochmal? Warte mal. Was war das? Drücke nach einem Nahkampfangriff oder nach einem Ausweichen die Nebelwand an. Warum zeigt mir das denn nie? Warum zeigt mir das denn niemand an? So. Halte nach einem leichten Angriff R1 gedrückt um einen Stoßangriffskombo. Ja, jetzt mache ich die platt, Alter. Ich hole jetzt die Rebellen raus. Halte nach einem leichten Angriff. So, jetzt pass auf. Leichter Angriff. Jawohl, das ist eine schöne Fähigkeit. Oh ja, die gefällt mir. Die Fähigkeit ist toll. Halt. Das ist wieder so ein Arsch mit einer Keule. Den habe ich, den hasse ich wieder voll. Bam. Schön, der noch gegen die Mauer geworfen. Das fand ich schön. Oh, wo ist der nächste Arsch? Komm, die befreie ich hier. Hilfe den Rebellen. Rebellen an die Macht! Rebellen! Gut, dass ich diese Fähigkeit gerade geholt habe, weil die wirkt jetzt. So, wo war der nächste Arsch? Da oben. Da hinten irgendwo einer. Ja, da irgendwo einer. Da ist er! Alter! Ich hab's mir gerade da drin gemütlich gemacht, du Arsch. Komm her! Alter, mit seinem Schild, Alter. Schon wieder so ein komischer. Jawohl, der hat die umgebracht. Bring einfach nur die Typen um und mich lässt die in Ruhe, ja? Wow! Riesenschild! Blödes Pferd! Ja, jetzt wirft er noch sein Speer ab. Okay, jetzt hast du die Arschkarte. Bam! Das alte R2 gedrückt. Alter! Ich lieg noch! Du bist doch ein Arsch! Nein. Oh, fuck, Alter. Wie fies ist das denn? Ist natürlich jetzt... Jetzt ist da wieder so einer. So. Hab ich wieder aufgeheilt? Und du bist jetzt von hinten tot. Du blöder Hauptmann, Alter. Das war auf jeden Fall ein krasserer Hauptmann als der andere, den ich vorher hatte. Weil der hat einfach nur beschützend zugegriffen. Der war einfach nur fies. So. Auch ein paar Munition wieder hier. Zack, 12 Stück. Nehme ich mit. Wo ist der nächste? Da oben ist der andere Hauptmann. Ist mir gerade egal, ob die mich sehen. Warum sind hier so viele Keulenschwinger? Manometer! Ja, natürlich! Ja, machst du mich doch gleich. Töte mich doch gleich komplett. Ja, jetzt ist der andere Hauptmann hinter mir. Ja, komm. Ja, natürlich, der hat auch einen Mega-Angriff. Oh, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das? Weißt du, der Typ kommt von auf der anderen Seite, auf einmal ist ein anderer Typ wieder hinter mir. Dann kommt ein Keulenschwinger, der mich übelst gerade auf den Arsch geht. Alter. Überall Keulenschwinger. Ich hasse die Typen. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt meine Super-Axt und bringe die einfach so alle um. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt kriegt ihr meine Axt in die Fresse. So, wer will eins auf die Fresse haben? Wo seid ihr, ihr Penner? Da hinten. So, komm her. Jetzt kriegst du meine Axt gegen die Fresse. Schnauze. So. Schöner Angriff. Ja. Mann, ich habe eine Mega-Axt und der ist das Schild. Ja, ja, natürlich. Ja. Mann, hättest du ihm nicht den Kopf abhacken können? Hätte ich jetzt mal eine Ruhe bei dem Penner hier. So, und ihr helft mir jetzt hier, ist das klar? So, zack, zack und nochmal mit der Axt. Ich sag mit der Axt, Mann.
Habe ich das gerade schon wieder gesehen, dass da der Hauptmann schon wieder war? Ich habe den Hauptmann gekillt. Er dürfte da nicht mehr sein. Na, das nehme ich jetzt mit. Und den Typen bringe ich jetzt von hinten um, weil ich hasse jeden Typen mit einer Keule. Natürlich hat das jetzt wieder nicht geklappt. So, schnell umbringen. Jawohl, ja, schöne Ding. Das war toll, das hat mir gerade voll gefallen. Du hast keine Munition. Bam, und schön in den Körper reingekickt. Jetzt kommt der nächste Penner. Zack, zack. Jetzt bist du dran, komm her. Mann, warum versteckt er sich denn? Alter, was ist denn für einer? Boah, komm her, du Arsch. Ich raste gerade gar nicht aus. Ja, ja, super Schuss. Würdest du bitte aufstehen? Natürlich können die super Schüsse. Hm? Ist klar. Ah. Oh, was ist denn das, Alter? Nee, ich reg mich gar nicht auf. Ich bin die Ruhe selbst. Was denn jetzt schon wieder? Guckt euch das an, der macht einen Schuss, ich bin fast tot. Und ich muss 15 Schüsse auf den Rodos werfen. So, du bist der Nächste, komm her. Das war schön. Der Angriff hat mir gerade volle Kanne gefallen. So. Komm her. Wer will? Wer hat noch nicht? Jemand? Hm? Natürlich. Ihr seid doch ein paar Wichser, Alter. Ihr seid doch ein paar Wichsköppel, Alter. Kommt auf einmal hinter mir. Mhm, danke. Ihr seid doch wirklich ein paar Wichsknüppel. Ich bin ausgewichen, Mann. Wie jetzt ist hier irgendwo einer. Mann, ich drück doch die ganze Zeit, Alter! Wo kommst du jetzt her? Was ist denn das für einer? Mann! Ich weich die ganze Zeit aus und der einfach. Oh, guck mal, ich kann auch ausweichen, weil ich voll der krasse Hauptmann bin. Fick dich ins Knie, meine Fresse! Was ist denn das für ein Arsch? Ich werde den so umbringen, Alter. Ich werde den Typen umbringen. Der ist einfach nur tot. Ich nehme den, hau ihm meine Axt in die Fresse und dann ist er tot. Der ist einfach nur tot. So, wo ist der Penner? Ich bring den jetzt um. Wo ist der? Natürlich muss der nachladen. So, wo war der hinten? Da hinten ist der Idiot. Ja, bring ihn doch um, Mann, Alter. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, der bringt ihn jetzt nicht um, Alter. Ich raste nicht aus. Ich bin die Ruhe selbst. So, der sitzt gerade auf dem Lokus, so wie der da sitzt. Jetzt bringe ich ihn vom Lokus um. Alter, geh auf das Seil. Ich gehe jetzt auf. Ich bringe den jetzt um. So, der sitzt jetzt gerade auf dem Lokus. Jetzt ist der Penner einfach tot. So, zack, Mann! Alter! Du mit deinem scheiß Schild! War natürlich der Kommandant, nicht der Hauptmann. War nicht der Hauptmann, war natürlich der. Mhm, ist klar. Hallo! Ah, der Keulenschwinger, hallo! Schön, dich mal wiederzusehen. Du ziehst mir natürlich gleich alle drei Herzen ab, Mann. So. Ich
Ich hasse es eigentlich, mit einer schweren Waffe zu kämpfen, aber ist mir jetzt egal, ich bin jetzt alle oben. So. Habe ich alle gerettet? Boah, wo steht das? Hilft den Rebellen. Hier steht nichts mit Rebellen. Hilft den Rebellen, ja. Ja, geht nicht. Ich kann nichts machen. Gut, Freunde, das war's dann wieder für heute von Assassin's Creed Origins. Sorry, dass ich ein bisschen laut geworden bin, aber die Typen haben einfach volle Kanne genervt. Das war einfach nur übelst Abfuck hoch 10. So, jetzt ist schon wieder einer hier. Ich habe ihn volle Kanne auf die Füße geschossen. So, zack! Kann ich nicht die Köpfe abhacken oder sonst irgendwie? Nee, es wäre zu schlimm. Gut. Jetzt helfe ich noch ganz schnell den Leuten, die hier drin sitzen. Ich werde das ist eine Mission, die ich irgendwann später kriege. Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit nur per Zufall hier durch. Gut. Okay, Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wie gesagt, ich werde jetzt die Rebellen retten und dann... Hinter mir ist schon wieder irgendwo einer. Mein Gott, nee. Warte mal, den bringe ich uns ganz schnell um, weil der Typ nervt dann. Der nervt mich ja jetzt schon. Warte. Wo ist der Penner? Da ist er. Attentat! Mach doch das Attentat, du Idiot! Mach doch einfach das Attentat! Danke. So, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!